Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Ich bin jetzt hier gerade dabei, den Kurs zu setzen zu einem Reiseziel, das ich eigentlich nicht antreten möchte. Aber Stanley möchte gerne weiterziehen. Und wer sind wir, wenn wir ihn daran hindern? Ist nun mal Teil des Spiels, Abschied zu nehmen. Die eine oder andere Art. Aber nicht Teil des Spiels, die Leute daran zu hindern. Ich würde ihm Gärtner auch sein Lieblingsessen geben. Müssen wir gleich mal gucken, was das war. Alle schon raus? Es ist doch noch Nacht. Das sagst du so. So, einen Moment. Bitte noch deine Pommes geben. Oh Gott, hoffentlich habe ich noch Pommes. Bitte lass mich noch Pommes haben. Ich brauche Pommes. Pommes. Gott sei Dank. Wieso gab es gerade ein Weingeräusch? Nein, nicht weinen. Stanley! Ich will das doch auch nicht. Warum willst du's?
es sieht aus wie ein Astronautenhelm. Es passt zu ihm. Ach Gott, nein. Stimmt ja, das war ja auch noch. Nee, wir fahren weg hier. Das ist Lilly. Lilly will, dass Stella zu Immerforte geht. Also, was heißt wollen, aber sie... Wo fahren wir denn überhaupt hin? Ich bin ja gerade nicht auf der Spur. 34, 69. Können wir mal gucken, ob das hier irgendwo ist? Nee, wir haben ja inzwischen rausgefunden, beziehungsweise habe ich das einfach aufgrund der Hinweise deduziert, dass Stella anscheinend in einer Art Koma liegt. Stanley! Onkel Arthur! Was war das gerade? Die waren gerade alle noch da. Also was heißt alle, aber sie waren da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei ihr ist echt schwer, das gut hinzukriegen. Wow, okay, jetzt habe ich es noch schlimmer gemacht. Nein. Sie ist anscheinend auch ein Salatliebhaber. Ja, wo war ich stehen geblieben? Oh. Ich werde hier immer abgelenkt. Nein, der Schatz! Oh, ich dachte gerade, wir schwimmen dran vorbei. Ein Ehering. Will sie nichts dazu sagen? Na gut. Ja, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ich werde immer abgelenkt. Wie gemein. Ja, ich glaube, wir waren bei dem Hinweis stehen geblieben, ne? Bei dem Hinweis, dass Stella, jedenfalls habe ich es so interpretiert, im Koma liegt. Gerade von ihrer Mutter und ihrer Schwester besucht wird. Deshalb taucht die Schwester hier auch so... Ja, nebulös ist jetzt das falsche Wort, aber so mysteriös auf. Einfach nur als Schwarm von Schmetterlingen geformt. Stahlplatte, 2 Stück. Parallel dazu haben wir hier einen Leuchtturm. Ich glaube nicht. Wir hatten hier noch eine Erweiterung. Das können wir auch noch machen. Aber jetzt erstmal 2 Stahlplatten. Ja, und die Vermutung ist, wenn wir Stella jetzt zu Immerforte bringen, entweder stirbt sie komplett und endgültig, oder sie wacht wieder auf.
Bisher habe ich die Immerfrotte so verstanden, dass man damit, ja, weitergeht und nicht zurück. Wenn sie aufwacht, würde sie ja zurückgehen quasi. Andererseits ist das vielleicht hier auch metaphorisch gedacht und das Weitergehen kann auch ein Zurückgehen sein. Ich weiß es noch nicht so richtig zu interpretieren. Aber da Lilly uns zu Immerforte bringen möchte, scheinbar, denn die Schmetterlinge waren ja gerade an dem Beiboot, ist es vielleicht auch möglich, über die Immerforte zurückzugehen, aufzuwachen. Vielleicht ist nicht jeder hier an Bord wirklich tot. Stanley hat das ja auch gerade so geäußert, dass er versucht hat, aufzuwachen. Vielleicht war er auch ein Koma-Patient. Andererseits waren jetzt seine Formulierungen so gewählt, als wenn er jetzt, ja, wieso abgelaufen? Warst du lange im Keller? Der ganze Joghurt, der ganze Käse. Habe ich das zu lange liegen lassen? Anscheinend kann man die Sachen auch zu lange drin lassen. So, jetzt müssten wir doch aufwerten können. Ah nein, 2 EP-Tränke fehlen. Aha, Fluch! Hoffentlich gefällt es ihr. Ich habe Sorge. Okay. Ja. Gut, manche Leute mögen es nun mal funktional. Buck, wie sieht's aus? Du hast Hunger, wie ich sehe. Wo ist sie denn jetzt hin? Ich habe doch eben noch ihre Tapser gehört. Keine Ahnung, wo sie jetzt hin ist. Na gut. Gehen wir erstmal zu Alfred. Ich glaube, ich gebe ihm ständig andere Namen. Kann das sein? Ich habe ihn irgendwann mal Albert genannt. Oder heißt er Albert und nicht Alfred? Oh Gott, ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Albert heißt er, glaube ich. So, was fehlt uns denn noch? Das hier. Was? 25 EP-Tränke! Nee, das können wir uns noch nicht leisten. Sorry. Dann sind wir, haben wir kurz einen Ausflug gemacht. Dann geht's weiter. Golddrache? War der schon immer hier? Erstmal Gelee sammeln.
Nee, Stanley, wir haben nichts. Alles gut. Anscheinend hat Stanley was für uns. Wir fahren gar nicht weiter. Gucken wir gleich mal, was er möchte. Ach so, ich musste nur einmal von Bord springen. So, ich bin bereit fürs Gelee. Möge es kommen, wir werden es fangen. Und vorrangig müssen wir uns jetzt auf die grünen Gelees konzentrieren, damit wir von ihnen auch die Ressource Leuchtgelee bekommen. Okay, wir haben unten und oben. Wer kommt zuerst? Das war knapp. Okay, haben wir das auch. Wow, da sind ja noch welche. Ganz vergessen, dass es danach immer die Welle gibt. Egal, waren ja keine Grünen dabei. Den Kurs. Einmal zum Golddrachen. Innerhalb von 7 Minuten sollen wir ihn schaffen. Oje, oje, Zeitdruck. In sowas bin ich ja nie gut, wenn es Zeitdruck gibt. Nicht mal so nervös. Mache ich Fehler. Mehr als sonst auch. Ganz kurz nachgucken. Müssen wir Ideen vielleicht geben? Da ist er.
Uiuiui. Da oben sieht man ja die Zeit sogar. Wo muss ich hin? Ich sehe nichts. Kamera! Kamera! Okay, das ist sehr großer Sprung. Huiuiuiui. Nein! Oh! Oh, war das fies! War das fies! Genau in dem Moment! Das war ja richtig gemein! Also, das ist doch... wo muss ich denn jetzt hin? Komme ich zurück? Ich muss hier... Was? Was? Kann meine Tentakel bitte runterkommen? Danke. Vor allem, ich habe das Problem... Ich habe die Abklingzeit! Die Abklingzeit! Ich komme doch da im Leben nicht... Was sind Wirbelstange? Kommt her! Oh, Kamera, bitte etwas schneller, bitte. Ich sehe nichts. Die Kamera ist ziemlich träge manchmal. Das macht es nicht einfacher. Nur noch 4 Minuten. Da muss doch irgendwas dazwischen kommen. Ah, wo bin ich? Diese Tentakel! Nein! Kamera, komm schon. wie ist denn das zu schaffen? Ah, nicht schon wieder so blöde Tentakel. Geh weg. Ich schaff's nicht. Aber ich kann meine Fähigkeit nicht einsetzen, weil die Abklingzeit zu lang ist. So, ich mach's jetzt direkt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott, ich werd hektisch, ich werd hektisch. Nur noch 3 Minuten. Er ist irgendwo hier. Da. Geht's weiter? Wo geht's weiter? Bleib hier! Lass mich raten, du gehst wieder unter. Nein. Ah, die Fähigkeit war noch nicht so weit. Nein. Ich bin zu früh abgestiegen. Oh Gott, nur noch 2,5 Minuten. Wo ist denn der Arm? War hier nicht ein...
noch 2 Minuten. Wo bist du? Da bist du. Das. Kamera, ich sehe nichts. Noch 1,5 Minuten. Ich bin echt nicht für Sachen auf Zeit geschaffen. Das Spiel verrät mir meine Zeit. Oh mein Gott. Ich bin fertig mit den Nerven. Dann wecken wir erstmal alle Mitreisenden. Ganz kurz entspannen. Wir haben auf jeden Fall jetzt jede Menge Gold gesammelt. Da kann ich mich nicht beklagen. Na nö. Wo sind denn alle? Also, was ist alle? Wo ist Buck? Ich höre ihn doch. Ich höre doch Flügelschläge. Da ist er. Guten Morgen, Buck. Ich brauche kurz ein erholsames Gespräch. Oder ein entspanntes eher. Okay. Hunger hat er leider noch nicht. Dann muss ich mir die Entspannung auf andere Art holen. Ihr wisst, was das heißt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann. Ciao.